Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lara Croft Guardian of Light. Hey, ich habe den Titel hinbekommen. Ich Zusammen habe. mit Katan. Hallo, ich habe nämlich gerade noch so gedacht, als du die Aufnahme gestartet hast, da habe ich noch so gedacht, oh, ob du überhaupt noch mal weißt, wie der Titel ist. Ja, danke. Nee, ich bin vorbereitet. Ich habe den Titel hinbekommen. Ah, sehr schön. Okay, weiter geht's. Ja. Und zwar bei der Beschwörung. Und wir Genau. haben uns gedacht, wir begrüßen euch nämlich hier, falls die am Anfang vielleicht quatschen. Genau, das weiß man ja nie so richtig und nachher ist die Aufnahme wieder im Eimer und Ja, also deswegen hier. klar, es könnte es natürlich blöd sein wegen dem Ladescreen, aber andererseits, falls die am Anfang quatschen, ist halt doch besser, ne? Eben, dann verpasst man ja nichts. Und ich glaube, hier gingen auch die Ladescreens gar nicht so lange, ne? Kann durchaus sein, ja. Sammeln Sie 10 rote Schädel, besiegen Sie den T-Rex. Ja, toll, toll, die Bonus-Herausforderung spoilern. Ich Okay. wollte sagen, der T-Rex? Okay. Ja, aber Ist gut, ja nicht das das. erste Mal in der Geschichte von Lara Croft, beziehungsweise halt, ich meine Lara Croft gerade als Person, nicht als Spiel, dass sie einen T-Rex kämpfen muss. Ja, das stimmt. Jetzt mal kurz gucken. Ah, da konnte ich schießen. Okay. Und irgendwo hatte ich da noch. Ah, das waren die. Es ist nämlich schon wieder ein Weilchen jetzt her, dass wir gespielt haben, tatsächlich. Deswegen, wo konnte ich dich denn noch mal. Hast du die Schultertasten schon ausprobiert? Ja, ich, Oh. dieses Seil, was ich habe, weißt du, das suche ich gerade. Ja, vielleicht geht es aber auch nur an gewissen Stellen. Ja, das habe ich Kann gerade auch das schon gedacht. sein. Okay, ich würde Ja, sagen, wir gehen hier versuchen wir es erstmal erstmal. nicht hoch. Wir schauen uns erstmal hier um. Das sieht nämlich so mächtig verdächtig aus, würde ich mal sagen. Also wenn ich Spieleentwickler wäre, ich würde hier was verstecken. Aber irgendwie ist nichts, ne? Warte, komm mal mit. Komm mal her. Ernsthaft? Oh, muss man ernsthaft außen rum. Hier vielleicht drauf? Nee. Ah, Medikit bringt uns nicht viel. Oh, geil. Oh, hier ist noch ein roter Schädel. Na, Hauptsache ich erwische ihn nicht. Alles klar. Okay. Ach, da ist er ja schon Oh. scheinbar. Ach stimmt ja, das war ja das Spiel ohne Untertitel. Ja, dasselbe dachte ich mir tatsächlich gerade auch. Weil ich habe den Typ jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Ich auch nicht, nur so halbwegs. Ja, irgendwas am Ende mit des Todes oder so, Ja, aber ging nicht auch ganz kurz nur. In den Optionen ja. konnte man nicht nachträglich. Man konnte sie zwar einstellen, aber die waren nur bei Zwischensequenzen, Ja, die dir ne? vorgerendert sind. Das Ja. war ein bisschen bescheuert. Ich Okay. hoffe mal, dass sie das im zweiten Teil verbessert Oh! haben. Wie wechsle ich jetzt hier? Das war jetzt gemein. Das habe ich jetzt gewechselt. Wo bin ich? Ach, da bin ich. Okay. Friss! Burn! Oh. Burn! Burn, Baby, burn. Okay, wir müssen den, denke ich mal, noch mit irgendwas anderes. Ah, warte, komm mit, komm mit. Vergiss ihn, vergiss ihn. Hier, auf die Stacheln. Die hat man gerade nicht ohne Grund gesehen, denke ich. Zerstören sie alle Säulen. Zerstören sie alle Säulen? Ach so, der kann wahrscheinlich gegen die Ach, Säulen mit der denen ja. rennen. Oh, hast du das gesehen? Der hat mich geschnappt und weggeworfen. Denn er ist Schnie, Schna, Schnappi. Ja, die eine Säule, die er jetzt gerade weggeworfen hat, die hat gezählt. Ja. Oh, aber wollen wir das ernsthaft machen, wenn es Nein. 22 Stück sind? Nein. Ich denke es mir auch gerade. So wichtig ist das jetzt ehrlich gesagt auch Also, nicht. Oh. 100% schön und gut, aber ich bin immer so jemand, ich mache das gerne, Ah! aber nicht, wenn es zu sehr nervt. Hab's. Ja, der muss. Hier, der muss. Ich habe ihm ein paar Piercings verpasst. Ja, Stu, der muss. Auf wen ist er Ja, ich fixiert? verstehe Auf schon. mich? Ja, ich glaube gerade. Ja. Du hast nichts dagegen, wenn ich dich mal hier hinten verarsche, ne? So. Ja, komm, komm. Ja! Okay. Ha, ha, ha. Oh, Miniviecher. Oh ja, natürlich. Aua. So. Ey.
Lass mich in Ruhe. Okay, das ist der nächste. Oh, das müssen wir zu zweit machen. Wahrscheinlich ist der eine Schalter hier, um es zu aktivieren und der ist andere... Ist die nicht eher kaputt? Die ist kaputt, glaube ich. Nee, ich habe sie aktiviert. Wenn ich drauf gehe, wird es aktiviert. Also hier ist jetzt das umgekehrte Prinzip. Wieso hat es mich jetzt nach der links gezogen? Was soll das? Sauerei? Keine Ahnung. Alter, ich hänge. Halt ja. Okay. Oh, ein Schädel war in der Säule drin. Komm mal her. Ja, ich würde mal gerne. Aber ich werde irgendwie direkt so von allem umgenietet, was geht. Nein, der ist noch nicht drauf. Das ist halt blöd, weil ich das Ding nicht sehen kann, das ich aktivieren muss. Lass mich in Ruhe. Ich wollte sagen, ich sehe das nämlich auch nicht mal. Hauptsache, aber ich muss das halt damit aktivieren. Das ist halt... Ja, klar. Und weißt du, Hauptsache, wir hatten 15 von 22 Säulen. Geht wohl doch leichter, als man dachte, ne? Ja. Also GG, Tyrex, GG. Ah, aber der Fortschritt wird gespeichert, dass wir das geschafft haben. Katar? Sorry. Ja, alles gut. Du hast dich nämlich irgendwie gerade nicht bewegt und so. Ja, das war richtig. Ich dachte schon, du die siehst oder so. Nein, alles gut. Alles gut. Ja, mach mal hier kaputt. Ja, komm. Ja, fein. Hä? Oh, verdammt. Kann ich jetzt irgendwie wieder hochkommen? Ja, kann ich. Ja, ich mach doch B. Ich helf. Beliebige Taste drücken. Ah, schön. Ja, komm mal her. Da oben ist ein Schädel. Ja, ich will den aber jetzt erstmal hier... Ich glaube, wir können uns danach immer noch umschauen. Oh, der hat mich geschnappt. Wie der da geschrien hat. Wo ist denn hier diese Drecksplatte? Jetzt, le. Oh Gott. Ja, einer muss ihn rauflocken und der andere muss sich dann auf den Schalter hier stellen. Okay. Aber ich glaube, der ist gerade auf mich fixiert. Ach, wenn er drauf geht, passiert nichts, okay? Natürlich nicht. Oh Gott. Ist ja nicht so, dass er eigentlich sogar noch mehr liegt. Ah, perfekt. Oh. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Xolotl hat seine Festung fast erreicht. Sobald er innerhalb ihrer Mauern ist, können wir ihn nicht mehr besiegen. Dann müssen wir ihn aufhalten. Wenn wir durch den westlichen Tempel gehen, können wir ihm vielleicht den Weg abschneiden. Vorsicht! Xolotl ist dafür bekannt, Fallen für seine Feinde auszulegen. Die Sequenz hat mir gerade alles weggefetzt. War die bei dir auch so furchtbar laut? Ja, ich wollte sagen, das war's schon? Ja. Also ein Level für einen Bosskampf, okay. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen. Und ich hatte irgendwie... Waren da bei dir gerade auch keine Untertitel? Doch. Okay, dann habe ich die noch nicht wieder neu eingestellt gehabt. Ich dachte eigentlich, dass ich das hätte, aber... Anscheinend nicht. Optionen, Audio... Ach, bei Audio ist bei mir auch gerade alles volle Lautstärke, volle Power. Ja, sehr schön. Oh, perfekt! Sehr schön. Soll ich dir meine Einstellungen sagen? Wäre natürlich nett. Und da ist gerade der Rollladen gewesen. So, jetzt. Also SFX habe ich auf fast ganz runter. Okay. Und Spielmusik nur ganz klein bisschen lauter als SFX. Okay. Dialog habe ich so auf Hälfte gerade. Genau. Na, Dialog habe ich sogar komplett voll. Okay. Cool. Ich weiß es nur nicht, ob das diese Zwischensequenzen beinhaltet. Und Sprachchat habe ich komplett ausgemacht. Ich auch, weil das braucht eh kein Mensch. Meiner Meinung nach. Also solche Spiele, die sollte man einfach mit Leuten spielen, die man kennt. Und die man kennt, die kann man dann immer noch über Discord oder Skype oder was weiß ich kontaktieren. Ja. Also... Wo habe ich jetzt nochmal Untertitel eingestellt? Spielmechanik war das, glaube ich, ganz seltsam, ne? Ja. Das war irgendwo komisch, ja. Ja. Ah, okay. Hab's.
Ah, perfekt. Gut. Es kann sein, dass manches vielleicht, vielleicht ein bisschen leise ist. Aber ja, ich denke jetzt. Ich denke mir auch gerade. Ich mache ein bisschen lauter. Es ist halt so. An manchen Stellen ist es dann plötzlich wieder so super laut hier in dem Spiel. Es ist ganz komisch abzumischen. Ja. Aber das ist ein Problem, das habe ich auch bei Filmen schon immer gehabt. Ja, vor allem wenn dann so die Action-Szenen kommen, weißt du, dann ja. Fetzt es dir die Ohren weg. Und wenn sie dann wieder ganz normal sprechen, dann musst du wieder lauter machen, dann verstehst du nichts. Ja, also. Das ist so das oft. Das kann ich bis heute einfach nicht verstehen, warum die das so machen. Ja. Da bist du ja nur noch, also wenn du es auf DVD guckst, nur noch am lauter, 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 ja. Leiser, 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 ja. Lauter, 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 leiser, leiser, leiser. Oh. Ja, aber wirklich so, das nervt so sehr, ne? Ja. B? Muss ich denn die jetzt reinschieben? Ach, ich mach einfach mal. Ja. Der hat automatisch losgelassen. Also ich, der hat automatisch losgelassen. Muss ich die jetzt hier einfach überall drüber rollen, oder was? Ah, nee, da gehen verschiedene Stäbe raus. Also wir müssen scheinbar ganz viele Kugeln hierher bringen, kann das sein? Ja, das wäre irgendwo logisch, sonst wären ja nicht da so viele Plätze, ne? Ja. Ach ja. Wollen wir hier hochgehen? Ja, ich finde es fast immer noch ein bisschen leise, aber das kann ich ja dann im Nachhinein noch machen. Ja, es kann sein, dass es auch ein bisschen leise ist, aber manchmal da war es dann plötzlich wieder so laut, wenn ich irgendwie geschossen habe. Ja. Und dann habe ich gedacht, das machst du lieber einfach ein bisschen leiser, bevor alles im Eimer ist. Kann man da ernsthaft irgendwie rüber? Vielleicht, wenn du auf mein Schild gehst. Vielleicht kommst du, dann bist du ja höher, ne? Na, ich versuch mal, ich spring jetzt einfach mal. Ja. Ich spring einfach mal. Dann sehen wir es ja. Okay. Okay. Ich sehe eine Kugel. Und hepp! Ah, ich komme auch sogar auch rüber, okay. Ja, cool. Ich habe eben schon so gedacht, irgendwie sieht das schon so aus, als ob man das vielleicht alleine. Aber das sah auch irgendwie so weit aus, finde ich. Ja, zum einen irgendwie, dass man es schafft, aber zum anderen. Oh, warte mal. Da geht das Ding auf. Ich verstehe diesen Raum nicht. Was ist denn hier? Was ist das? Oh, das muss ich machen. Hi, hab dich eingesperrt. Hi. Nee. Hahaha. Oh, warte, da ist der Ring. Das kann ich ja. Oh. Ja, geil. Drück jetzt bloß nicht nochmal den Knopf. Wobei, warte, weißt was? Besser. Naja. Drück ihn. Wo ist nochmal dieses verdammte Seil? Schultertasten schon alle ausprobiert. Ah. Ah. Thanks. Wie sie sich da. wie krieg ich es? Oh! Warte. Na, das war zu weit hinten. Kommst du da. Oh, warte, ich muss den vorderen nochmal schießen. Kommst du da darüber hin? Ja, perfekt. Perfekt. Wir sind doch ein eingespieltes Team. Immer. Warum ja, ist so bedroht. Hinter dir! Schon gesehen. Ich habe noch gerade sogar die Musik. Oh, jetzt geht die Musik schon wieder so voll ab, weißt du? Auch schon diese voll, neue modischen Feuerwaffen. Die tun's auch. Boah, jetzt ging die Musik gerade wieder etwas ab, ne? Ja, bei mir ehrlich gesagt nicht, weil jetzt habe ich so leise, dass. Nein, da. Okay. Moment. Aber wenn du eh reingehst, dann mach ich wieder ein bisschen lauter. Auch das wird ein Spaß, den Part abzumischen. Das sieht doch erst schon. Und ich wollte es gerade ein bisschen leiser machen. Weil ich mitten im Part ständig wechsle. So. Ja, so sieht das schön aus. Okay, dann wieder. Ja. Habe ich es, glaube ich, wieder reingemassen.
Komm hierher. Oh, Verzeihung. Und jetzt geh runter. Ja, ich weiß nicht, vielleicht reicht ja, das. Ja, ich glaube, das reicht sogar. Lea ist ja so eine Cheaterin beim Springen. Ich wollte sagen, ja, ich brauchte perfekt nicht mal den einen. Oder ob es noch ein... Nein, ich wollte nicht ganz runter, da war noch ein Schädel. Moment, vielleicht kann ich den noch... Ach so, ja, stimmt ja. Ich will auch hoch. Bin zu fett. Die Sache ist, du kommst jetzt trotzdem hoch. Du kannst von hier unten einfach auf das Übernächste gleich... ach so. Ich bin gestorben. Du kannst von hier unten einfach auf das Übernächste. Jetzt bist du schon wieder da. Ja, ich ja, aber... Lea ist ja so eine Cheaterin. Was denn? Ich kann da direkt hoch. Weißt? Das ist... Da wird sogar Mario neidisch. Hier unten ist ein Healthpack für dich. Ah, perfekt. Weil ich wollte eigentlich woanders runter und dann... Ja. Wenn du in Chumpskis, da wird halt sogar Mario neidisch. Ja, das stimmt tatsächlich. Also das... Oh. 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 Warte. Ah, halt. Warte. Achso, ich hätte jetzt auch, ne? Oh, aber ich komme jetzt nicht mehr hoch, ne? Ciao. 3, 2, 1. Hi. Hi. Was? Wie wir es beide vercheckt haben. Ich meine, ich habe den da gesehen, aber ich wusste nicht, dass das so eine Hitbox ist. Okay. Müssen wir jetzt nochmal die Kugel? Erstmal kommen die Viecher. Nö. Die Kugel. Ist die, hab ich, lag die nicht schon unten sogar? Bin mir nicht sicher. Hauptsache dem einsteckt nur noch mein Pfeil. Okay. Ist da oben drauf. Ich geh vor. Zack und zack und zack. Reicht Lara locker. Lara locker. Aber der Schädel wurde gespeichert. Nice, immerhin. Yippie! Hey! Gem, 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 gem! Ja! Und hep! Perfekt! Ich sag ja, Mario wäre neidisch. Ja, ne? Den Jumping-Künsten, also, das sieht doch so aus, als soll man die Kugel hier runterschmeißen. Ja, perfekt. Ja. Sehr schön. Warte mal. Geht das hier? Lol. Ah, nee. Oh! Ah, ja, I see. Ist ja witzig. Das ist lustig. Das ist eine coole Idee. Und von, guck mal, von da weiter oben kommen dann nochmal welche, die ja da runterrollen. Das ist ja krass. Voll das Kugelchaos. Oh. Oh, Stu. Nice. Mehr, aber da mehr Leben. Ja, aber da kommen wir so leicht nicht ran. Nee. Oh Gott. Komm mal her. Ja, natürlich. Oh! Ich hab's geholt! Wer muss schon Waffen nutzen, wenn man ihn auch einfach bamsen kann? Oh, da oben ist noch einer. Ja, ja. Oh, hinter uns. Ups. Oh, aua, das habe ich nicht gesehen. Dezent scheiße gebaut gerade. Ja, ich habe auch was nicht gesehen. Ja, sicher! Okay. Nimmst du. Ja. Oh. Nice. Bequem hier. Wirklich. Aber ich hab den Schädel. Ich wollte eigentlich hier so rüber jumpen, ne, und dann wieder schnell zurück, aber ja.
Aber sogar die Leiche hat Gewicht. Das ist bei anderen Spielen nicht so. Da haben irgendwie nur Spieler Gewicht. Kennst du das sicherlich auch? Ja, das stimmt. Das sind die Leichen dann einfach scheiß drauf. Aber die Spieler, ach ja, das ist genau wie mit dem T-Rex hier vorher. Weißt du, wir als Spieler, als wir auf den Schalter gegangen sind, ja, jetzt geht die Stacheln hoch. Aber als der T-Rex sich auf den Schalter stellt, ja, nö, scheißegal. Ja, ja. Und was sollen wir hier jetzt machen? Schmeiß mal deine Speere dran. Ich sollte schon auch treffen. Vielleicht, ja. Ja, wenn, dann musst du, weil ich kann da drauf nicht nein, stehen. Nein, ich dachte von anderen Perspektive, aber... Ja, warte. Ah! Das fährt dann runter? Ja. Ja, warte. Lass es mal, ich gehe mal auf eine ja, andere ja, Perspektive. Mach mal von hier, ja. Das ist besser. Ja, nee, das müsste wahrscheinlich sogar schon reichen dann. Wobei, ach nee, doch, passt. So, und jetzt lässt du es runterfahren und schaffst dann da gerade drauf. Ja, komm. Ja, aber... Achso, die gehen da komplett ja, kaputt. Ja, deswegen, du! Ja, sag das doch gleich. Ich wusste nicht, dass das so weit runterfährt. Und ich hab gedacht, was... Wieso? Ich dachte, das fährt nur so ein Stückchen runter. Nein! Ach Gottchen. Du musst okay. Schon hier drauf bleiben. Ja. Vor allem, warum bin ich gestorben, ey? Ich hab's auch keine Ahnung. Okay. Ja, siehst du, deswegen wollte ich's eben runterfahren lassen. Damit du dich da unten ein Stück draufstellen kannst. Ja, warte. Nee, das steckt ja noch. Ach so, hab ich gar nicht gesehen. So, jetzt lasse ich das ein Stück. So. Nice. Musst du nur noch irgendwie heil zurückkommen. Ach, ein Artefakt. Das konnte man doch irgendwo ausrüsten, einfügen. Ja. Mit Select, glaube ich. Und dann auf Inventar mit RB. Und dann nee. Artefakt war es, ne? Ja. Was habe ich jetzt? Was habe ich jetzt? Achso, da Artefakte. Achso. Waffe. War das Tonfeil? Nee, da. Das ist neu. Steinpfeil. Ja, ich nehme einfach mal den Steinpfeil. Passt scheu. Jetzt habe ich einen Steinpfeil und eine Steinfeder. Find's nur komisch gemacht auch, dass man hier nicht nochmal in das Menü rein kann, wenn der andere noch drin ist. So, jetzt habe ich auch mal den Steinpfeil. Okay. Das haben sie echt nicht gut bedacht. Also da muss man schon mal ein dickes Minus eigentlich hinpacken, finde ich. Oh. Weil wenn einer noch in dem Menü ist... Und der andere, dem dann einfällt, eigentlich hätte ich ja machen können, dann, wow, dann hat er keine Chance, wieder in das Menü reinzukommen, bis der andere aus dem Menü raus ist. Und das ist ein bisschen... Ja, das mit dem Menü ist etwas komisch. Da unten ist was. Ja, nimm doch die Leiter. Waffe entdeckt. Oh. Oho. Oho. Hi. Hi. So viel zu dem Plan. Ja, lass mich gleich noch ein zweites Mal sterben spielen, das ist so unfair. Komm hier hoch. Und dann musst du dich, glaube ich, hier irgendwie hinstellen oder den runterkugeln. Geht das sogar direkt? Nee. Geht nicht so direkt. Ach, ich bin schon drauf gewesen. Ah, okay. Oh! Ja, ich bin unten. Ach, der ist schon K.O. Ja. Nice. Oh, perfekt. Braucht meine Hilfe ja gar nicht. So. Zack. Ich würde sagen, wir nehmen uns jeweils ein Medikit. Ja. Wenn die hier schon mal sind. Ich würde das fast gern drauf liegen lassen, oder deaktiviert sich das nicht? Ne, deaktiviert sich nicht. Ach komm, machen wir es direkt. Bam! Ja, super. Nur leider nicht drauf liegen geblieben. Ja, dann nehme ich halt jetzt, die andere. Jetzt kommt auch
Bonus-Herausforderung platzieren sie alle Kugeln im Hauptraum. Nee, müssen wir ja sowieso, oder? Wuh! Weil wir kommen hier noch nicht durch. Nein, nur da stand irgendwie Bonus dran, warum auch immer. Hä? Ja! Als ob. Oh, jetzt wird's aber ein bisschen voll hier. Beide gleichzeitig den Gedanken gehabt, echt? Ja, man könnte mal sprengen, ja. Au! Aua! Ich habe gerade irgendeine Errungenschaft bekommen. Du auch? Nee. Oh, sterb bloß nicht. Weich jetzt lieber ein bisschen aus, bis ich wieder da bin. Oh Gott. 3, 2, 1. So, bin wieder da. Weil sonst wäre K.O. gewesen. Ja, spreng mich halt direkt weg. Ist okay. Du standest auf einmal drin. Ich bin genau dort zum Leben wieder erweckt worden. Total nice von dem Spiel, wirklich. Total nice. Das war echt so. Oh, ich bin schon wieder tot. Achtung, lass dich nicht erwischen. Oh nein, bloß nicht, wer du stirbst. Ja, ich hab mir deswegen das Leben da geholt. Okay, bin wir da. Haben wir es jetzt? Ich glaube ja. Oh, ich hole meine. Dürfen wir jetzt unsere Kugeln wieder platzieren? Ja? Danke, das ist sehr nett. Da oben hast du auch eben gesehen, wann sind solche Plattformen erschienen? Ganz oben? Ja, genau. Also wir sind scheinbar sogar per Zufall direkt richtig gelaufen. Ja. Ach ja. Hier gibt's keine Gladys, die uns dafür lobt, dass wir eine Kugel in einen Behälter gelegt haben, der genau dafür vorgesehen ist. Oh, oh, da unten sieht's nur noch Bonus aus. Und eine Kugel. Oh, hi. Ah, nein. Haha, ich hab's ja, alle mit Bomben weggesmashed, weil die eh durch den Durchgang kommen mussten. Perfekt. Oh, warte mal. Mit ferngezündeten Bomben können sie Kugeln bewegen, wurde mir eingeblendet. Oh, cool. Warte. Ah, Gems. Warte, lass mich mal kurz. Oh Gott. Drück's bloß nicht. Hä? Wie soll das denn gehen, bitte? Ja. Würdest du es bitte oben lassen? Jetzt warte. Geh mal runter. Bitte. Ich habe eine Idee. Und jetzt, du kannst es ja scheinbar auch aktivieren. Würdest du so freundlich sein? Ja, ich hatte gehofft, dass das so ein Stück springt, weißt, aber nö. Wahrscheinlich ist deswegen eingeblendet, mit ferngezündeten Bomben können sie Kugeln bewegen. Ach! Ja. Ja, bei mir auch gerade. Ich sehe es gerade. Ah, was tust scheiße. Du? Nee, die liegt doch noch auf der Platte. Ja, nein, nice. Liegt sie nicht. Doch? Nein. Und wie? Nein. Pass auf. Ich dachte jetzt, du meinst die Mine. Ich meinte die Mine. Aber ja, die lag ja auf der Platte. Die ist ja mit hochgefahren. Hast du ja gerade gesehen. Nein, bei mir lag sie daneben. Okay, ich muss mir auf jeden Fall unbedingt wieder dann deinen Part anschauen. Oh! Bei mir lag die ganz knapp an der Kante, aber da haben wir wieder die übliche Multiplayer-Online-Depositionierungen. Man kennt die ja. Ja. Und, hä? Ja? Du musst dir mal deinen Part auch angucken. Deine Bombe gerade, die hat sich gerade, als du sie gelegt hattest, so bewegt. Also, ja komm, lass erst die anderen holen. Wir können die nachher immer noch platzieren. Ja. Oh Gott, mein Leben! Ja, das sieht nicht ganz gesund aus. Nee, wenn ich das nicht mal so richtig sagen darf. Was, sind wir wieder hier?
Ja. Ich habe die besten Jump-Nuance-Skills, weißt du ja, ne? Ja, eigentlich habe ich doch die schlechteren. Hi. Mir. Ja, ich weiß nicht, hört sich mein Controller. Tut mir leid. Aber die Plattformen waren aber... Ja nicht weiter. Die Plattformen waren aber irgendwie hier. Hier sind sie. Ja, okay. Eigentlich hätte ich jetzt Just for the Lulz nochmal runterfallen müssen. Ja, lass mich vorgehen, ich zerstör die dann. Zerstört dann, wenn ich vorne bin. Geh lieber wieder runter. Weil, das ist mir gerade so ein bisschen zu heikel. Jetzt kannst du bekommen. Danke. Da. Oh. Ich hab's zuerst gar nicht gesehen. Ich bin da hingelaufen, hab's gesehen, dann wollte ich weglaufen. Wenn die Kamera so hoch dreht, dann siehst du es nicht. Das ist hinter dem Interface gewesen. Kein Problem. Wirfst du ein Speer? Naja. Ja. Ich wollte es dir halt eigentlich echt lassen, aber. Habe ich hier jetzt irgendetwas um dich? Wie soll ich jetzt da irgendwie. Ja, ich wollte sagen, ist hier vielleicht irgendetwas um dich? Jetzt warte doch! Ja, du kommst ja nicht weiter, weil ich da links noch stehe und die Kamera nicht weiter scrollt. Ich sehe es auch. Also. Warte. Oh, stimmt ja. Das gab's ja auch noch. Es warte doch auf mich. Entschuldigung. Ach, da ist ja eine. Oh. Ja, ich bin der Vollprofi. Mhm. Ich merke das schon. Will ich nur mal erwähnt haben. Ah, hier war noch ein Medikit. Ah, okay. Nice. Na. Bitte warten Sie. Ich hab gewartet und dann hat sie mich wieder runtergeschmissen. Oh, das ist ein Bonus. Sieht Bonus aus und das ist die Link. Okay, machen wir den Bonus zuerst. Oh nein. Hep! 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 Oh. Das war Stu! Ich hab mich verdrückt, das liegt auf der Taste nebenan. Ich hab's ja nicht gezündet, ich zünd's jetzt in Sicherheit. Er musste ja ständig hier nur ausweichen, wenn's kommt. Das sieht aus, als ob man rüberspringen kann. Ja. Und wenn sogar ich das schaff, dann, ja. Dann ich locker. Ja. Hallo? Ernsthaft? Okay. Geh mal da hoch, please. Also euch als Spieleentwickler wird da oben irgendwas verstecken, aber scheinbar... Nee, da ist nichts. Was ist, wollen wir uns das gerade angucken? Was? Wie? Wo? Was wir bekommen haben? Ach so, komm mal, ja. Falsch, wo war das denn nochmal? Mit Select. Ah, muss aber erst wieder raus. Auch okay. Ein bisschen ungünstig, dass man nicht von dem Pausenmenü in dieses Menü reinkommt. Aber hey. Heilung. Der Streuschuss. Ach da. Nee, hä? Reliquie, ne? Ach so. Oh, ja, klar, ich war auf dem Falschen. Heilung. Das klingt nice. Was hatte ich davor? Machtschuss. Heilung. Ich habe Streuschuss drin. Bei mir lasse ich den mal. Ich will Heilung. Okay. Ich weiß nur nicht, guck mal, bei mir ist jetzt diese Leiste voll. Ich weiß nur nicht mehr, wie ich die aktiviere. Ach so, ich glaube, die ist automatisch dann aktiv irgendwie. Hm? Ich weiß nicht. Kann auch sein, dass man irgendwie... Ja? Warte, wir können ja mal gucken in Optionen unter Steuerung. Ja. Konfiguration. Was denn Konfiguration? Haken, interagieren, schließen, zielen, Bombe, Schild, Pause, Inventar, Waffe, unterhalten. Nee. Nö, einfach nur, da ist nichts. Okay, dann nicht.
Ach so, ich muss nochmal. Wie oft muss man da denn den B drücken, bitte? Hier links vielleicht? Noch irgendwie? Was? Nee. Oh Gott, wir haben gleich schon 35 Minuten. Ach du Schande. Ich sehe das jetzt erst. Oh, warte. Bomben Sie eine Kugel auf das Schädelpodest. Oh. Ah. Oh. Komm nach hier links, dann müssen die nämlich durch einen engen Gang gehen. Okay, es sei denn natürlich, sie spawnen Dings. Okay. Oh Gott, aua. Wie habe ich das jetzt da rausgeholt? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Nein! Hauptsache, es hat funktioniert. Okay. Okay. Ja, das ist mir gerade auch passiert. Bitte wieder. Ja? Nein? Vielleicht? Danke. Warte, lass mich auf dein Schild. Ja, aber das bringt ja nichts. Doch, lass mich auf dein Schild. Oh, daneben. Warte. Aber das geht, glaube ich. Ich glaube, das geht. Oh Gott. Ja, nice. Jetzt leg ne Bombe, leg ne Bombe. Wenn du drauf bist, ne Bombe legen. Ja, oder so runterschieben, das kann man natürlich auch probieren. Vor allem, wir sollen die auf diese Steinsäule da noch legen, als Bonus irgendwie. Oder gibt es irgendwo was, wo wir das deaktivieren können? Das kann man ja vorher mal gucken. Hier, warte, hier für dich ein Heiligen. Oh. Ah, ja. Ja, oh. Soll ich das auch noch nehmen? Kannst du. Ich bin ja irgendwie voll. Was zum Teufel? Ich hab's gerade vergessen. Meine Heilung! Scheiße. Mein Arsch! Guck dir das an! Ich glaub das nicht! Tut mir leid. Das ist ja auch. Ich hab grad irgendwie das vercheckt. Ach du Schande. Wie muss man das denn platzieren? Eiskalt! Das war keine Absicht. Das ist ja wohl. Ja, hau rein. Fast. Oh. Nein! Ja, so nah wird es nichts. Da brauchst du Abstand. In etwa so. Jetzt pass auf, jetzt kommt der Bohrshot. Zack. Und dann gehst du hier hin. Aha. Legst das Teil hin. Aha. Und hallo, da war 1A in der. Moment. So. Siehste? Alles stillig. Da war doch eins da an der Dingens. Ein Power-Up haben wir dafür sogar erhalten. Nice. Sag mal, sollen wir gleich. Auch noch was? Na gut, lange geht das Level, denke ich mal, nicht mehr, oder? Wir haben schon 40 Minuten. Ja, wahrscheinlich, jetzt. Wenn wir alle Kugeln haben. Außerdem hatten wir das Level davor auch schon gespielt. Ja. So kurz war und kaum denkt man sich, ja, ist so kurz, kannst du noch was ranhängen? Ja, springt man schon wieder alles. Ja. Ich dachte gerade, du wolltest mit runter, nee. Dachte ich gerade. Ja, dachte ich gerade auch, aber. Da unten ist noch eine. Naja, das war die, die wir. Ja. Die wir erstmal ignoriert hatten. Genau, stimmt. Ja, klatsch auf mich. Ja, klar. Oh. Oh, war. Oh. Okay. Ja, ich denke mal. Scharf nach, ob mir dazu was einfällt und die Antwort ist nein. Oh. Oh. Okay.
Thanks. Ich weiß allerdings nicht, was es dir bringt. Ich auch nicht. Oh! Nee, aber das... Ach doch, wenn du runtergehst, dann kann ich die Dinger entsprechend schießen. Aha. Und jetzt kannst du da rauf. Ja, nice. Oh, da kommt ja. Da jumpt er runter. Friss meine Speere, du Idiot. Aha. Und ist sie schon weg? Oh. Ja. Deswegen habe ich gesagt ausweichen. Geh mal auf. Ja, nee, du musst reinschieben. Oder? Was? Musst du? Nee, warte. Ich muss gerade überlegen. Ich muss sie reinschieben. Ja, ich muss sie reinschieben. Du musst auf das linke obere Vorrohr rauf. Und dann muss ich die reinpacken. Und jetzt musst du mir hochhelfen. Oh. Mit diesem Ding da. So. Ja, das ist den Ring auf der anderen Seite. Ja, jetzt dann auf den Ring. Ich weiß jetzt zwar nicht, wieso, aber irgendeinen Sinn und Zweck muss der Ring ja haben. Nee. Ich dachte, hier in der Mitte sei vielleicht irgendwas, was man mit gespanntem Seil erreichen kann, aber scheinbar nicht. Okay, dann keine Ahnung. War nur so eine Idee, weißt du, aber... Ja, ja, hätte ja sein können, durchaus. Ich fahr's runter. Passt er nicht durch. Bist du hier, bitte? Ich komm ja schon. Was will er denn? Umgenietet werden. Hep! Hey, ich hab's geschafft! Hey, ich dachte schon gerade, das wird wieder nichts. Das ist ein Schädel. Das ist ein Schädel. Ja, du hast schon drauf gewartet, hier auch. Tatsächlich ja. Ich lass dich mal machen. Ich hol mal Schädel. Oh! Ja, nice. Hi. Hi. Was hast du gemacht? Ach, du bist über die Kante gelaufen, oder ja, wie? Ja, ich bin... Ah, nee, da kamen Stacheln raus. Ja. Okay. Das war gut. Warte, ich will erst den blöden Dinger da weg haben. Ja, egal. Okay, kommt trotzdem durch. Okay, ist das ein Portal? Das ist doch für die Kug! Ja, das hat so komisch geleuchtet und die anderen nicht. Und leuchtend und rund irgendwie assoziiere ich damit direkt Portale. Ja, willst du mal hier rüber? Oder warte, ist da... Ja, kann ich an den Ring? Nee, hier, guck, hast du hier. Nee, ich glaube eher nicht, dass das funktioniert. Was okay, denn? Doch. Ich wurde doch nicht gekillt, okay. Wahnsinn. Was passiert, wenn ich die Dinger hier ziehe? Bestimmt Gegner. Ach, die müssen wir gleichzeitig ziehen, okay. Warte, ich mach mal hier kaputt. Und dann mal die Kugel runter. Oh. Die Kugel wieder rauf. Mach mir hier Stäbe hin. Ja, wie? Ich muss die ja erstmal hochpacken, warte. Da vielleicht und dann da vielleicht und dann hier vielleicht noch. Bitte? Was war das denn? Lara ist halt voll die Cheaterin. Und dieser eine Typ, der bei mir gerade die ganze Zeit neu angezeigt wird, dass er irgendwas spielt, denn das nervt gerade. Steam, please. Kann ich das nicht vielleicht ausstellen? Einstellungen. Wenn ein Freund ein Spiel startet, Benachrichtigung anzeigen? Nein. Die habe ich auch. Mich einen Scheißdreck. Die habe ich auch. Steam. Die habe ich auch aus. So, und wie sollen wir die Kugel jetzt tun? Oh! Oh! Verzeihung. Ja, warte. Jetzt, hau rein. War noch zu nah. Okay. Warte. Ich glaube, du solltest da vielleicht auch eher runter von.
Ja, aber dann ist die letzte Dornrei... Achso, die ist aktiv. Okay. Ja, ja, deswegen bleibe ich darauf stehen. Ja, nice. Sehr schön. Jetzt musst du wieder darüber zurück, glaube ich. Ja, das wollte ich eben schon probieren, aber... Ja, warte mal. Hä? Hä? Mhm. Kann ich irgendwas... Ach, das war falsch. Moment. Ach, warte mal. Kann man die anschubsen? Also, sonst mach mal hier, versuch mal einen tiefer noch zu machen. Einen so einen... Ja. Ja, genau. Warte, hier. Genau. Ja, es ist der weg. Ist klar, ey. Oh. Aber das bringt ja nichts. Verarsche? Zieh mal nochmal. Nee. Zieh mal auch nochmal hier. Nö. Ach, okay. Ah, okay. Dann leg mal die Kugel rauf. Oder so. Ah, warte. Warte. Ach, stimmt ja. Oh, das war wieder falsch. Aber ich krieg dich ja jetzt nicht mehr... Oh, oh. Ja, aber dann musst du erstmal wieder... Ja, klar, nee, macht Sinn. Oh ja, ich sollte vielleicht hier weggehen, damit du nicht mich anvisierst. Guck, das macht's automatisch! Ja, ich weiß, deswegen, ich habe mich gerade auch eher über das Spiel als über dich aufgeregt. Oh, nice. Achtung, Kugel! Hm, ob das jetzt alle sind? Ich weiß es nicht. Haben wir was vergessen oder was? Ach nee, das ist nur Munitionsgedöns. Ja, geh doch! Ich wollte mich abrollen! Das ist so tief, ich wollte mich abrollen! Gut, dann springe ich halt. Wer rechnet denn damit, dass der sich bei so ein bisschen Tiefe hier gleich... Oh, ich muss mich erstmal abfangen. Also, Entschuldigung, damit rechnet ja keiner. Deswegen habe ich Sperre geschleudert. Ich traue dem Ganzen nicht. Oh, das. Oh ja. Oh. Oh. Keine Ahnung. Ach so, ich weiß jetzt nicht, wer wen ich hatte. Sagen, ich weiß es auch nicht. Aber das hat man auch wieder so spät gesehen. Okay, also nochmal hier lustig rumkugeln. Okay, jetzt. Okay. Ja, komm zu mir. Ach, oh Gott, ich dachte, ich bin du. Verzeihung. Dabei haben wir nicht mehr denselben Kopf. Nee, keine Ahnung. Und darüber. Sehr schön. Ja, komm, Kugel, put. Komm her. Geht doch. Sehr gut. Ob das jetzt alle sind? Ich bin gespannt. Werden wir gleich sehen. Ja, komm halt. Ja. Her, oh. Oh, da hinten ist einer noch. Ja, spring uns halt weg. Oh, ich bin tot. Oh nein! Rollen. Ja, ich roll mich erstmal weg. Okay, bin wieder da. Okay. Hey, der zielt sogar nach oben. Nice. Und hier unten sind wir eh selbst. Ah, Medikit. Eins für dich, eins für mich. Ja.
Soll ich wieder Stacheln hochfahren? Das sieht, glaube ich, gut aus. Boxieren Sie alle Kugeln in den Hauptraum. Ach so, es gibt wahrscheinlich eine mehr oder so, als man brauchte. Und man muss halt nicht alle auf die Schalter legen. Das könnte sein. Vielleicht ist das die Bonusmission. Das sieht sehr einladend aus. Ja, total. Wir haben 50 Minuten. Ja. Also wieder XXL-Part für euch, Leute. Ja. Aber ich würde sagen, dann machen wir hier erstmal einen Cut. Fliehen Sie aus dem Tempel? Ja, aber bevor wir das machen, würde ich wirklich mal einen Cut setzen. Ja, ja, ist schon sehr viel. Okay. Also, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich hattet ihr wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würden wir uns sehr freuen und werden wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play. Lara Croft, Guardian of Light. Ciao, ciao. Bis dann.